Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem kleinen Blick in die Zukunft. Der August steht gefühlt schon fast vor der Tür und so dachte ich es mir mal wieder, es wird Zeit für ein Neuerscheinungsvideo und der August ist gefühlt voll mit tollen und spannenden Neuerscheinungen und ich habe tatsächlich schon ein bisschen aussortiert. Ich hatte, glaube ich, um die 12, 13 interessanten Bücher und dachte mir, Steffi, das geht auf gar keinen Fall. Und habe es jetzt, glaube ich, reduziert auf 8 bzw. 7 neue Bücher und ein Buch, das neu aufgelegt wird, auf das ich mich aber einfach mega freue. Und ich denke, wir quatschen nicht lange, sondern ich stelle sie euch einfach der Reihe nach vor. Es ist ja immer so, dass ich mit dem Buch, das zuerst beginnt, starte und da starten wir jetzt einfach mal durch. Und das erste Buch ist auch direkt ein Buch, das am 1. August erscheint, und zwar Zerrissene Erde von N.K. Jemisin. Ja, über dieses Buch bin ich, glaube, auch wieder bei irgendeiner Verlagsvorschau gestolpert und es ist hier wieder so ein bisschen eine Fantasy-Endzeit-Saga, die, wie ich finde, unglaublich spannend klingt. Und die Autorin ist wohl auch eine New York Times Bestseller-Autorin, von der ich vorher zwar noch nichts gehört habe, aber ja, mega gespannt bin, was Zerrissene Erde bietet. Denn der Klappentext, der klingt wirklich gut. Inmitten einer sterbenden Welt hat die verzweifelte Essun nur ein Ziel, ihre Tochter aus den Händen eines Mörders zu befreien, den sie nur zu gut kennt. Seit sich im Herzen des Landes Sansia ein gewaltiger Riss voll brodelnder Lava aufgetan hat, dessen Asche den Himmel verdüstert, scheinen immer mehr Menschen dem Wahnsinn zu verfallen. So lässt der Herrscher seine eigenen Bürger ermorden. Doch nicht Soldaten haben Essuns kleinen Sohn erschlagen und ihre Tochter entführt, sondern ihr eigener Ehemann. Essun folgt den beiden durch ein Land, das zur Todesfalle geworden ist. Und der Krieg ums nackte Überleben steht erst noch bevor. Der elegante Stil und der düster realistische Weltenentwurf geben die perfekte Kulisse ab für den fesselnden Kampf vom Schicksal gezeichneter Charaktere um eine zum Untergang verdammten Welt. Und ja, ich bin ein großer Fan von, ich sage jetzt mal so, düsterer Science-Fiction-Story, wo eben Virusse ausbrechen, wo irgendwas die Endzeit einläutet, weil ich finde, dass man hier immer eine wunderbare Charakterdarstellung erhält, weil man eben merkt, wie werden wohl die Menschen reagieren, wenn tatsächlich so etwas auf uns wartet. Und keiner von uns, glaube ich, weiß, wie er selbst reagieren würde. Und in diesem Fall finde ich es eben so spannend, dass wir keine junge, jugendliche Protagonistin haben, sondern eine Mutter haben, die eben verzweifelt auch ihr Kind im Grunde sucht und auch ein Kind verloren hat. Und wahrscheinlich dieses ganze Töten und ganz anders betrachtet, dieses Ende der Welt anders betrachtet, wie es vielleicht jugendliche Protagonisten tun. Erinnert so ein bisschen an den Reporter Markt, aber mit erinnern meine ich nicht von der Story, sondern dass wir eben so eine erwachsene Protagonistin haben, die das davor kennt und eben auch das danach. Zumindest macht es hier so den Anschein und darauf freue ich mich eben besonders, dass wir nicht eine Protagonistin haben, die ja nur das Jetzt kennt und uns die Jetzt-Situation zeigt, sondern ich vermute, dass wir eben auch so ein paar Rückblicke irgendwie bekommen, um zu erfahren, wie war die Welt vorher. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und so freue ich mich auf Zerrissene Erde und bin sehr gespannt, was aus der Geschichte so getan wird. Auch freue ich mich auf das neue Buch von Ursula Poznanski, welches am 13. August erscheinen wird, Thalamus. Ich habe ja schon diese Reihe dieses Jahr im Januar von ihr gelesen, diese Dreierreihe. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, 2 oder 3 Bücher von ihr gelesen. Ich habe auch noch 2 Bücher von ihr auf dem Sub. Und mir tun es ihre Bücher ja immer sehr, sehr an. Also die packen einen wirklich, fesseln und reißen einen unglaublich mit. Und auch Thalamus klingt tatsächlich wie ein Buch, das einen mitreißen kann. Eine abgelegene Reha-Klinik ist Schauplatz des neuen Thrillers von Bestseller-Autorin Ursula Poznanski. Diesmal denkt die ehemalige Medizinjournalistin Chancen und Gefahren der modernen Hirnforschung konsequent weiter und trifft wieder einmal einen Nerv, buchstäblich. Ein schwerer Motorradunfall katapultiert den 17-jährigen Timo aus seinem normalen Leben und fesselt ihn für Monate ans Krankenbett. Auf dem Marktwaldhof, ein Rehabilitationszentrum, soll er sich von seinen Knochenbrüchen und dem Schädeltrauma erholen. Aber schnell stellt Timo fest, dass sich merkwürdige Dinge im Haus abspielen. Der Junge, mit dem er sich das Zimmer teilt, gilt als Wachkoma-Patient und hoffnungsloser Fall. Doch nachts läuft er herum, spricht und droht Timo damit, ihn zu töten,
falls er anderen davon erzählt. Eine Sorge, die unbegründet ist, denn Timos Sprachzentrum ist schwer beeinträchtigt. Seine Feinmotorik erlaubt ihm noch nicht, niederzuschreiben, was er erlebt. Und allmählich entdeckt er an sich selbst Fähigkeiten, die neu sind. Er kann Dinge, die er nicht können dürfte, weiß von Sachen, die er nicht wissen sollte. Und ja, das finde ich tatsächlich sehr spannend, dieses, ja, so eine Art Wachkoma finde ich zum einen interessant, was da Ursula Ponsnanski daraus macht, warum dieser Patient wohl dieses Wachkoma vorspielt und zum anderen natürlich Timo, der in der Klinik ist und nicht so richtig kann, wie er möchte und irgendwo ja in seinem eigenen Körper gefangen ist und was dann vielleicht tatsächlich für Dinge passieren. Es klingt schon auch sehr gruselig und schaurig und könnte durchaus durch unter die Haut gehen, weil uns das natürlich auch allen ereilen kann. Also wir alle können irgendwie einen Unfall haben oder ne, und könnten dann tatsächlich irgendwo beeinträchtigt sein mit unserem Sprachzentrum und mit unserer Feinmotorik und können uns dann vielleicht nicht mehr artikulieren. Und ja, das ist schon tatsächlich so ein bisschen eine gruselige Vorstellung, nicht im Sinne von Geistern, sondern eben, was das mit einem in einem irgendwo macht. Und ich glaube, dass das Ursula Ponsnanski mit dieser gewissen Feinheit einfach machen kann, es nicht zu derb und billig wirken zu lassen, aber deswegen trotzdem auch unglaublich spannend werden kann. Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Ein Roman, der schon vor ein paar Wochen irgendwo mal aufgeblitzt ist, ist das nächste Buch, das am 15. August erscheint und wo ich den Klappentext gelesen habe und mir dachte, Steffi, das ist ein Buch wie für dich gemacht. Und zwar geht es dabei um Fox von Christina Dalcher, ein Buch, das eben am 15. August erscheinen wird. Und dieses Buch ist wieder eine Dystopie, die vom Allerfeinsten sein könnte, denn es geht hier um Frauen, die nur noch 100 Worte am Tag sprechen dürfen. Und das ist echt schon, also ich glaube, allein in diesem Video sind mehr als 100 Worte gefallen. Das ist schon eine gruselige Vorstellung. Und in einer Welt, in der Frauen nur 100 Wörter am Tag sprechen dürfen, bricht eine das Gesetz. Das provozierende Überraschungsdebüt aus den USA, über das niemand schweigen wird. Als die neue Regierung anordne, dass Frauen ab sofort nicht mehr als 100 Worte am Tag sprechen dürfen, will Sean McKellen diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben. Das kann nicht passieren. Nicht im 21. Jahrhundert, nicht in Amerika, nicht ihr. Das ist der Anfang. Schon bald kann Sean ihren Beruf als Wissenschaftlerin nicht länger ausüben. Schon bald wird ihre Tochter Sonja in der Schule nicht länger lesen und schreiben beigebracht. Sie und alle Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmuts, ihrer Träume beraubt. Aber das ist nicht das Ende. Für Sonja und alle entmündigen Frauen will Sean sich ihre Stimme zurückerkämpfen. Ja, auch das erinnert natürlich ein bisschen an Reporter Markt und ich glaube, deswegen hatte es mich auch relativ schnell, weil das wirklich auch so ein Zukunftsszenario ist, was gefühlt gar nicht weit von uns weg ist. Es gibt einfach Länder, in denen Frauen im Grunde kein Stimmrecht haben, in denen Frauen nichts zu sagen haben, ihre Stimme nicht erheben dürfen, nicht mal zum Fußballspiel ihrer Nationalmannschaft gehen dürfen. So etwas gibt es im 21. Jahrhundert und gerade das ist das ja, was mich immer so tief beeindruckt, tief fesselt und mich auch wirklich kritisch zurücklässt und ich mir denke, oh mein Gott, zum Glück lebe ich in dieser Welt und in diesem Land und zum Glück kann ich hier mehr als 100 Worte verbrauchen am Tag. Und das finde ich hier eben auch so spannend. Wir haben wieder das Vorher, wir erleben diesen Umbruch, wir erleben, wie wahrscheinlich Menschen dagegen kämpfen und wir haben wieder eine Mutter, die eben für ihre Tochter etwas anderes möchte und ich hoffe ganz inständig, dass diese Frau dieses ja, schönere Leben für ihre Tochter durchzieht und nicht wie viele andere, die zwar eigentlich ein schöneres Leben wollen, aber dann irgendwo hingehen und dort das Leben im Grunde weiterleben, das sie aus ihrer Vergangenheit kennen. Und wie es ja in unserer Zeit durchaus sehr oft einfach der Fall ist. Und ich bin hier bei Fox mega gespannt, was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat, wie spannend das ist, ob es unter die Haut geht und ja, ob ich danach vielleicht denke ich, muss jeden Tag mindestens 101 Wort reden, um das irgendwie zu kompensieren. Man weiß es nicht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, sehr neugierig und hoffe hier auf eine wirklich ganz, ganz tolle dystopische Zukunftsvision.
Das andere Buch ist dann ein bisschen anders und hier bin ich einfach aufmerksam geworden, weil es von Neil Schusterman ist. Und zwar erscheint das am 20. August und nennt sich Kompass ohne Norden. Und dieses Buch ist mir das erste Mal bei unserer Hugendubeltour in Frankfurt über den Weg gelaufen, beziehungsweise hat mir dort da die Buchhändlerin erzählt, als wir so ein bisschen über Size gesprochen haben, dass ein neues Buch von Neil Schusterman kommt, was in eine ganz andere Richtung geht und deswegen auch nicht im klassischen Verlag von ihm erscheint, sondern ich glaube, im Hansa Verlag erscheint. Und Kompass ohne Norden ist tatsächlich etwas ganz, ganz anderes. Caden hält sich für einen normalen Jungen, doch sein Verstand ist ein krankhafter Lügner, der sich auf fantastische Reisen begibt. Manchmal befindet Caden sich auf dem Weg zum tiefsten Punkt der Erde im Marianengraben, auf einem Schiff, auf dem die Zeit seitlich läuft wie eine Krabbe, verwittert von Millionen Fahrten, die bis in die finstere Vergangenheit zurückreichen. Und in der Realität lässt Cadens Verstand harmlose Dinge wie einen Gartenschlauch zur tödlichen Gefahr werden. Als die Grenze zwischen realer und fantastischer Welt verschwimmt, begreift Caden, in den Tagen der Bibel hätte er vermutlich als Prophet gegolten. Doch heute lautet Diagnose Schizophrenie. Und das klingt erstmal nach einem Thema, das eigentlich gefühlt gar nicht so meins ist. Ich bin kein Fan von Büchern, wo jemand über, im Grunde irgendwie seine Depressionen spricht oder über seine Krankheiten spricht und das irgendwie in der Geschichte verarbeitet. Aber ich kenne hier so ein bisschen den Hintergrund von Neil Schusterman. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist, da möchte ich auch gar nicht drüber so ausführen. Und daher ist, glaube ich, diese Geschichte schon so ein kleines Herzensprojekt von ihm. Und ich bin einfach sehr gespannt auf diese Schizophrenie, auf dieses... Ja, wenn eben zwei Welten irgendwie in einem stecken und man irgendwie mit beiden in sich oder vielleicht sogar mit mehreren zurechtkommen muss. Und manchmal denke ich auch, dass wir Leser durchaus Schizophrenie haben, weil wir natürlich immer mit unseren Büchern in neue Welten kommen und manchmal uns ja auch sehr ungern daraus wieder entziehen lassen. Natürlich ist das es ist was ganz anderes, aber ich glaube, man kann es sich vielleicht so ein bisschen einfach vorstellen, so wirkt zumindest auch der Klappentext auf mich, dass eben ein Teil von einem diese Reise macht und der andere Teil halt vor dem Gartenschlauch irgendwie Angst hat. Und ich bin sehr gespannt. Neil Schusterman kann für mich definitiv, Science Fiction, er konnte für mich Size, ich fand Vollendet grandios von ihm den ersten Teil und er kann etwas rüberbringen. Und ich bin sehr gespannt, ob er so ein ernstes Thema auch einfach rüberbringen kann und freue mich auf dieses Buch. Auch am 20. August erscheint Oracle Year, tödliche Wahrheit von Charles Soule. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ein Buch, das ich schon relativ früh entdeckt habe für die Sommerneuerscheinungen und das ich schon sehr lange auf meiner Wunschliste stehen habe. Und immer wieder, wenn ich so diese Wunschliste durchging, immer wieder den Klappentext durchlas und mir immer wieder dachte, doch, das steht zu Recht auf deiner Liste, weil der Klappentext und tatsächlich auch das Cover finde ich sehr cool, wirklich sehr spannend klingt. Will Dando erwacht eines Morgens mit dem Gefühl, vielleicht noch zu träumen. Denn ihm schwirren Prophezeiungen durch den Kopf. Totaler Quatsch, denkt er, und widmet sich weiter seiner bescheidenen Karriere als Musiker. Doch als erste Vision sich bewahrheiten will Will die Brisanz und der Wert seiner Gabe bewusst. Zusammen mit seinem besten Freund, einem Investmentbanker, beschließt er, mit den Prophezeiungen Geld zu verdienen. Dafür jedoch müssen sie an die Öffentlichkeit gehen und die Menschen reagieren zutiefst verunsichert. Als erste Unruhen ausbrechen, beginnt Will zu ahnen, wie gefährlich sein Wissen wirklich ist. Und die Vorstellung, dass da draußen irgendeiner ist, der tatsächlich die aktuelle Zukunft vorhersagen kann, ist tatsächlich auch wieder etwas, was mich sehr beängstigt, was mich sehr ergreifen könnte und ja theoretisch gar nicht so unrealistisch ist. Ja, jetzt werden wir wieder sagen, dass jemand die Zukunft voraussagt, gibt es nicht, weil sie ist ja noch nicht geschrieben. Und auch Nostradamus, der natürlich Dinge irgendwie vielleicht vorhergesehen hat, das ist alles Auslegungssache, ja. Da bin ich ganz bei den Kritikern, aber diese Vorstellung, dass es tatsächlich da einen gibt, der das erzählt und wie die Menschen dann wieder darauf reagieren, ist auch wieder etwas, was ich mega spannend finde, denn wie dann eben einfach Menschen reagieren, wie würde man selbst reagieren, wie könnte man sich vorstellen, welche Nachrichten könnten es sein und wie würde man auf die jeweiligen, ja tatsächlich, was würde man da tun, was würde man ändern, wenn man gewisse Dinge wüsste. Und da glaube ich eben auch einfach, dass so der Nerv der Zeit getroffen wird und einfach, ja, die Menschen wieder gezeigt werden,
werden, wie sie funktionieren, wie sie agieren. Und solche Bücher mag ich einfach unglaublich gerne. Und ich merke tatsächlich, ich komme so ein bisschen in Science-Fiction-Feeling. Und ich glaube, dass diese Bücher definitiv was dazu beitragen. Und auch, ja, Oracle Year klingt einfach mega spannend. Das nächste Buch erscheint am 22. August und ist von Cecilia Ahern. Und zwar Frauen, die ihre Stimme erheben. Und dabei handelt es sich, glaube ich, um keine ganze Geschichte, sondern um Kurzgeschichten, die sie im Grunde gesammelt hat. Und ich bin ja manchmal ein Fan von Cecilia Ahern. Es gibt 3-4 Bücher, die ich unglaublich gut fand. Es gibt aber genauso 3-4 Bücher, wo ich dachte, mein Gott, was hat sie sich dabei nur gedacht? Ich glaube, auch das letztes Jahr mit diesem Vogel, das fand ich einfach nur schrecklich und habe es, glaube ich, sogar abgebracht. Hier interessiert mich aber tatsächlich, dass man 30 Frauen hat, 30 Geschichten auf 350 Seiten, die voller Überraschungen sein soll, Gefühl und Aha-Erlebnisse. Und ich glaube durchaus, dass Frauen die Welt einfach, manchmal einfach anders sehen, anders wahrnehmen und logisch, ne? Deswegen gibt es auch einfach 2 Geschlechter und es gibt alt und es gibt jung und ganz logisch, dass wir die Welt alle anders sehen. Und ich finde es hier so spannend, einfach 30 Geschichten zu erfahren von Frauen, die unterschiedlicher wohl nicht sein könnten. Denn da ist die Frau, die im Boden versinkt und dort auf jede Menge andere Frauen trifft. Oder die Frau, die auf ihrem Grundstück Zweifel sät. Eine andere Frau, deren Uhr so laut tickt, dass sie nicht schlafen kann. Und eine, die aus ihrer Schublade herausklettert. Lauter Frauen, denen gerade dann Flügel wachsen, wenn sie gar nicht erwarten. So wie es für uns alle in jedem Moment möglich ist, wenn wir nur auf uns selbst hören. In ihren Romanen berührt Cecilia Ahern Millionen Leserinnen und Leser. Mit diesem besonderen Storyprojekt stellt sie mit sprudelnder Fantasie und liebevollem Humor die Frage, die uns bewegen. Wer bin ich in dieser Welt und wer bestimmt das eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig und was ist für Frauen alles möglich? Und ich finde das ein mega interessantes Projekt, bin wie gesagt total neugierig auf diese 30 Frauen, auf diese 30 Geschichten. Ich erhoffe mir ganz viele Aha-Erlebnisse, ich wünsche mir Emotionen, egal ob das mal eine Träne ist, ob das ein Lachen ist, ob das ein Grübeln ist. Ich erwarte das einfach von diesen 350 Seiten und bin total gespannt, ob diese kurzen Geschichten, die es ja dann sein werden, weil, oh Gott, was war es jetzt für ein Deutsch? 30 Geschichten auf 350 Seiten bedeuten ja auch nur, dass 10 Seiten so pro Geschichte da sind, oder 11, je nachdem. Und ob uns diese Geschichten dann tatsächlich in der Kürze sozusagen erreichen können. Bin ich sehr neugierig und auch hier sehr, sehr gespannt. Beim nächsten Buch muss ich wohl gar nicht sagen, wie neugierig und gespannt ich bin, denn es ist das neue Buch von Stephen King. Es ist Der Outsider und dieser erscheint am 27. August. Und ich muss sagen, ja, ich habe einen Blick in den Klappentext geworfen und ja, wir durften ja auch schon in Frankfurt ein paar Seiten aus diesem Buch lesen und ja, natürlich, irgendwie ist das wieder eine geile Geschichte, wo man wahrscheinlich, hoffentlich, das typische Stephen King-Gefühl hat. Ja, ich habe tatsächlich den Klappentext nicht ausgedruckt, denn ich bin jemand, der sich tatsächlich bei manchen Autoren den Klappentext einmal durchliest und dann eben sowieso weiß, dass ich es lese. Das ist in der Regel auf jeden Fall ein Stephen King, das ist bei mir definitiv ein Fitzek. Und das sind einfach Autoren, da lese ich mir einmal den Klappentext durch und es reicht mir. Ich will gar nicht mich weiter darauf einlassen, ich will mich überraschen lassen und so ist es auch bei Stephen King. Deswegen habe ich tatsächlich beim Outsider keinen Klappentext ausgedruckt, denn es kann eigentlich gefühlt nur gut werden. Nein, es muss nicht gut werden, gar keine Frage. Es gibt ja auch Stephen Kings, die ich tatsächlich ganz so gut finde. Gerade wenn er unter seinem Pseudonym früher geschrieben hat, das sind ja gefühlt bis auf 1 wirklich Bücher, wo ich denke, oh Gott, was hat er da nur getan? Aber bei Der Outsider ist das Erste, was mich tatsächlich aufregt, dieses Der Outsider. Warum ist es nicht Der Außenseiter oder warum hat man nicht das Englische Der Outsider einfach übernommen? Warum werden bei King manchmal Bücher ins Deutsche übersetzt und manchmal nicht? Warum ist es Quendys Wunschkasten, aber Sleeping Beauties? Fragen über Fragen, die ich mir auch hier stelle, denn warum ist es der Outsider, wenn es im Englischen The Outsider ist und nicht jetzt einfach Der Außenseiter? Ja, Phil hat das Buch ja bereits auf Englisch gelesen. Ich glaube, er ist auch fertig mittlerweile. Und es kam doch so ein bisschen an Informationen natürlich von ihm rüber, wie er es fand, wie seine Leseeindrücke waren. Und ich bin natürlich sehr, sehr neugierig. Werde jetzt tatsächlich auch gar nicht viel mehr verraten. Und wer natürlich jetzt den Klappentext lesen möchte oder hören möchte, der guckt einfach mal beim Verlag auf die Seite und schaut sich das einfach mal näher an. Und das letzte Buch ist dann zwar ein Buch, das neu herauskommt, aber eine Geschichte, die ich eben auch schon kenne.
Und zwar Der Fall von Gondolin von J.R.R. Tolkien. Das auch irgendwo, ich glaube, hier irgendwo stehen wird. Genau, die Ankunft in Gondolin, und das geht ja dann in die Richtung. Und das Buch wird wieder herausgegeben von Christopher Tolkien, seinen Sohn, und erscheint am 30. August. Und hier bin ich natürlich einfach neugierig, was es für Zusatzinformationen zu dieser Geschichte geben wird. Denn Der Fall von Gondolin spielt ja im ersten Zeitalter. Der Herr der Ringe ist ja das dritte Zeitalter. Und das erste Zeitalter ist ja das, wo wie die Welt entstanden ist, wie sich im Grunde das Böse in das Land, in Mittelerde breit gemacht hat. Und auch schon da haben wir natürlich einen Kampf gut gegen Böse, und das in einer wahnsinnigen Atmosphäre. Und ich bin ein großer, großer Fan des ersten Zeitalters, der Geschichte daraus, weil ich finde, das ist wirklich so eine Welt, die entstanden ist von Tolkien, die man einfach nur ins Herz schließen kann. Ich bin sehr gespannt auf diese neu herausgebrachte Version. Ich bin mega neugierig wieder auf die Geschichte. Das ist eine Geschichte, die ich auch schon vor, keine Ahnung, 17, 18 Jahren gelesen habe, und ich möchte sie unbedingt dieses Jahr auch nochmal rereaden. Ähnlich wie ich ja auch den Herrn der Ringe nochmal lesen möchte, werde ich auch dieses Büchlein lesen, und ich freue mich da einfach sehr darauf, ins erste Zeitalter zurückzukehren und einfach diese ganze Welterschaffung auch auf mich wirken zu lassen. Also für alle, die High Fantasy lieben, die sich noch nicht ans erste Zeitalter von Mittelerde gewagt haben, sind hier absolut richtig und sollten einen Blick darauf werfen. Ach, und das waren sie nun auch, die Neuerscheinungen aus dem August. Es ist doch eine ganze Menge zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht noch andere spannende Neuerscheinungen gefunden habt für euch selbst. Schreibt das natürlich gerne mal in die Kommentare. Auch ob euch eins der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, nun interessieren. Ob ihr da vielleicht jetzt auch direkt Feuer gefangen habt, schreibt mir das gerne mal rein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.